Hallo Freunde, es hat lange, lange gedauert, bis ich mich überwunden habe. Aber ihr wisst ja, ich war eine Zeit lang jetzt bei Mattes, habe viel selber geschweißt oder einiges selber geschweißt. Bin sehr auf den Geschmack gekommen. Zusätzlich bin ich auf den Geschmack gekommen von Akkugeräten, die ihr gleich sehen werdet. Als allererstes, um transparent mit euch zu sein natürlich auch, habe ich das Ganze gut rabattiert bekommen. Das heißt, Stahlwerk unterstützt mich hier bei der ganzen Sache. Das war auch sehr, sehr hilfreich, sonst hätte ich das Ganze wahrscheinlich jetzt gerade nicht umgesetzt. Zusätzlich habe ich mir natürlich noch Schutzgas gekauft, aber jetzt wollen wir als allererstes mal gucken, was haben wir hier genau, das packen wir erstmal aus. Und dann kommen wir zum Projekt, was ich damit überhaupt vorhabe. Erstmal muss natürlich ein bisschen getestet werden und dann sehen wir, was ich damit vorhabe. Ganz ausgepackt. Ich will gar nicht zu viel Werbung machen, sondern ich möchte das Gerät benutzen. Aber trotzdem möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen, was ich überhaupt gekauft habe und warum ich das gekauft habe. Für alle Laien da draußen vielleicht auch, die genauso anfangen wie ich. Ich habe mir das MIG 200 ST gekauft. Das ist einfach ein Schweißgerät, mit dem ihr MIG schweißen und MAG schweißen könnt. MIG schweißen ist, glaube ich, mit der Elektrode hier und MAG schweißen ist dementsprechend mit Schutzgas schweißen. Falls ich hier irgendwas falsch sage, schreibt es mir unten gerne in die Kommentare, auch für alle anderen, auch für die, die jetzt gerade anfangen. Ich habe so ein Ding das erste Mal hier auf dem Tisch, das erste Mal ausgepackt. Trotzdem möchte ich ganz kurz darauf eingehen, einfach warum ich mich dafür entschieden habe. Ich habe mich dafür entschieden aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist vielleicht einmal zu sagen, das Schweißgerät hier läuft über 230 Volt. Das heißt, ihr braucht keine Drehstromsteckdose, also kein Starkstrom. Und das war mir sehr, sehr wichtig, denn ich will das Ding auch mal gerne mitnehmen zu einem Kumpel oder so, so wie in dem heutigen Video, aber da kommen wir gleich zu. Ansonsten habt ihr bei dem Paket hier alles dabei. Das ist die Vollausstattung, die werde ich euch unten in der Videobeschreibung auch gerne mal verlinken. Da habt ihr wirklich alles dabei. Also ihr habt hier so ein Manometer dabei, ihr habt Schweißdraht dabei, ihr habt nochmal ein paar Verschleißseile, wie die Stromdüse und diese Gasdüsen. Wie gesagt, ich spreche das erste Mal davon, ich will es euch einfach nur mitteilen. Dann habt ihr hier verschiedenes Werkzeug noch dabei, Schläuche dabei. Es ist wirklich alles dabei. Die Maske ist natürlich dabei, ganz wichtig zum Schweißen natürlich. Und ja, ich denke, damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut beginnen. Und ich will das Ganze jetzt auch damit beginnen. Wichtig zu sagen wäre vielleicht noch, wenn ihr Schutzgas schweißen wollt, bei dieser Vollausstattung ist natürlich kein Gas dabei. Also das heißt, ihr müsst euch das Mischgas, also das Schweißgas, selber kaufen und besorgen. Das funktioniert aber auch sehr, sehr einfach. Ich bin zum nächsten Stahlhandel hier bei uns gefahren und habe das und habe die Flasche besorgt, habe mir 20 Liter besorgt. Zahlt man relativ viel Pfand für die Flasche, aber das macht ihr ja nur einmal. Und ansonsten würde ich gerne noch mal ganz kurz auf die Rädchen hier vorne eingehen. Wie gesagt, ich habe auch das erste Mal, werde ich jetzt damit arbeiten. Ich habe mir sehr, sehr viele Videos von Stahlwerk selber angeguckt. Richtig cool. Rico erklärt einfach sehr, sehr viele Sachen dazu. Ich werde euch auch das FAQ, was ich mir angeschaut habe, mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Weil da geht er so ein bisschen auf die Rädchen hier ein, auf die Stromstärke, auf die Spannung ein. Ihr könnt euch vorstellen, ich möchte im Bereich Karosserieblech viel machen. So, das Gerät kann bis zu 200 Ampere. Das heißt, ich kann auch ein bisschen dickeres Material noch schweißen. Das war mir auch relativ wichtig, dass ich so ein bisschen eine Spanne habe, worin ich mich bewegen kann. Und ansonsten muss ich natürlich jetzt auch Erfahrung sammeln, was ich hier wie einstellen muss. Und ich denke, wir schließen das Teil jetzt einfach mal an und versuchen mal, das erste Blech zu schweißen. Und dann geht es zu meinem Kumpel und da werden wir dann loslegen.
ihr jetzt sehr gut erkennen könnt, bin ich nicht mehr zu Hause. Und zwar bin ich jetzt bei einem Kumpel. Es geht auch nicht um unseren T4, sondern eben um Pascals T4. Was wird heute gemacht? Ihr könnt es vielleicht schon sehr, sehr gut erkennen. Die Schweller haben ein paar Probleme, genauso wie mein Schweller das damals hatte beim T4. Versuche ich euch nochmal einzublenden, ansonsten zeige ich euch auf jeden Fall mal die Stelle, wie es jetzt bei Pascal aussieht. Dafür haben wir jetzt wieder Reparaturbleche besorgt. Bei ungefähr 5000 Grad im Schatten begebe ich mich jetzt hier ran. Werde meine ersten Blechteile austauschen. Ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich auch schon riesig drauf. Habe jetzt schon einige Male mitgemacht und mir das mit angeschaut. Und jetzt das selber mal zu machen mit einem eigenen Schweißgerät, freue ich mich sehr drauf. Und ja, bevor man jetzt einzelne Bleche wieder austauscht oder einzelne Sachen wieder direkt den ganzen Schweller bestellt, verlinke ich euch auch unten mal in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt für links und rechts den äußeren und inneren Schweller bestellt. Ja, und jetzt sabbeln wir gar nicht lang, bocken das Fahrzeug mal auf. Und dann zusätzlich habe ich noch so ein kleines Blech hier mitgebracht, so ein verzinktes Blech, damit ich, falls irgendwas nachmodelliert werden muss, dass ich das auch noch machen kann. Und ansonsten starten wir mal. Ich freue mich schon gleich riesig, in meine Langklamotten zu steigen, wenn ich Schweißen anfange. Naja, egal, so ist es nun mal. Wir wollen uns auch nicht über das gute Wetter beschweren. Einfach mal loslegen. Um euch ganz kurz mal zu zeigen, worum es geht. Also hier ist jetzt quasi der äußere Schweller. Hier sieht man auch gut, hier wurde schon ein Blech draufgepappt, einfach mit einzelnen Schweißpunkten, nicht mal richtig versiegelt und so. Also dass das jetzt schon wieder rostet, ist kein Wunder. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Pascal hat den Bus gerade neu bekommen, beziehungsweise neu gekauft. Aber das kommt dann komplett weg. Und im inneren Bereich, das kann ich euch ein bisschen schlecht zeigen, da ist auch schon ein Blech draufgesetzt worden. Vielleicht schneiden wir das ja vernünftig raus und ich zeige euch das dann einfach nochmal im Zustand. Jetzt erstmal alles rausschneiden, was halt kaputt ist. Natürlich aufpassen, dass es nicht zu viel weggeschnitten wird. Nur das, was wir natürlich an Reparaturblech haben. Und dann sehen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich werde das wahrscheinlich jetzt eh so richtig schön vernünftig einpunkten. Das muss ja hier ein Millimeter Abstand, da ein Millimeter Abstand. Mhm. Dann einpunkten und dann kannst du es ja so wieder zudreschen. Ja, das ist ja quasi nur die Lipse hier so ein Stück drüber, ne? Und hier hast du ja auch, ja, hast du selber ja gerade schon gesehen, hier war auch komplett, da mache ich auch ein neues Blech rein. Mhm. Da habe ich noch so ein, ja, so ein Reparaturblech. Ja, so, ich gehe davon aus, ihr habt jetzt viel im Zeitraffer gesehen, weil an dieser Stelle zu arbeiten und gleichzeitig richtig schick Aufnahmen zu machen, ist halt ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt alles wirklich, wirklich ordentlich ausgeschnitten, habe mir das alles ordentlich vorbereitet, habe die Bleche aufeinander gelegt, habe dann erst die Schnitte gemacht, so dass ich wirklich hundertprozentig den Spalt der Trennscheibe habe von 1 mm. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau so auf die Art und Weise haben wir das damals bei meinem T4 auch gemacht. Da habe ich es ja nochmal mit Manuel gemacht. Das war ein Karosseriebaumeister. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und natürlich habe ich mir da so ein bisschen was abgeguckt. Und das funktioniert bis hierhin wirklich sehr, sehr gut. Um euch das ganz kurz nochmal zu zeigen. Ich habe jetzt den inneren Schweller quasi eingeheftet, beziehungsweise gepunktet, so dass das Ding schon mal hält. Und jetzt werde ich das Ganze komplett verschweißen. Da streiten sich ja auch die Meinungen, ob komplett verschweißen oder nur punkten. Ich werde es jetzt komplett verschweißen, weil, wie ich es gerade gesagt habe, aus der Erfahrung heraus und von Manuel, das wird jetzt komplett verschweißt. Und dann setze ich quasi den äußeren Schweller drauf, beziehungsweise dann wird erstmal alles geschützt vor Rost. Das heißt, ich grundiere das Ganze nochmal mit einer Rostschutzfarbe und dann kann ich nämlich den äußeren Schweller draufsetzen und hoffe, dass das Ganze dann nachher auch passt mit der Tür. Das gucke ich dann natürlich, da punkte ich auch nur wieder ganz kurz. Dann gucke ich, ob die Tür perfekt passt und dann wird alles wieder komplett verschweißt. Natürlich immer punktweise, vielleicht auch ein bisschen versetzt, sodass das Blech sich
ein bisschen abkühlen kann in der Zeit, wo ich dann den nächsten Punkt mache. Aber das seht ihr dann im Folgenden auf jeden Fall. Vielleicht im Zeitraffer, vielleicht in einer ruhigen Aufnahme. Das muss ich mir dann mal überlegen. Ansonsten ein kleiner wichtiger Tipp, den man, glaube ich, nicht gesehen hat. Ich habe die Batterie natürlich abgeklemmt vom Fahrzeug. Plus und Minus habe ich abgeklemmt, dass hier auch nichts passieren kann. Aber oft genug auch, ehrlich gesagt, schon mit Batterie angeschlossen, geschweißt an der Karosserie und es ist noch nie was passiert. Vielleicht bei den neueren Fahrzeugen nicht so sinnvoll, weil da ja auch mehr Elektronik drin ist. Wie gesagt, vorsichtshalber gemacht. Und jetzt werde ich auf jeden Fall weitermachen, das durchschweißen. Und dann zeige ich euch, denke ich mal, so das fertige Ergebnis oder vielleicht nochmal einen Zwischenstand. Das Stahlwerkschweißgerät, wunderbar, lässt sich gut einstellen. Ganz ehrlich, ich habe natürlich nicht direkt hier angefangen dran zu schweißen, sondern ich habe mir meinen alten Schweller genommen, den ich von damals noch hatte und habe da einige Versuche gemacht. Also ihr könnt es ja vielleicht ganz gut hier dran erkennen. Also ich habe auch viele Fehlversuche gehabt, viel Durchbrand gehabt, aber ich glaube, jetzt habe ich so die perfekte Einstellung. Man muss immer so ein bisschen gucken, wie dick ist das Blech. Aber wie gesagt, da bin ich gar kein Profi. Trotzdem, nur als kleiner Tipp von mir, probiert erstmal an dem Blech, was ihr nicht braucht, statt direkt an die Karosse von eurem Fahrzeug zu gehen. Denn nur dann wisst ihr, ob das auch funktioniert oder nicht. Bei mir hat bisher alles super geklappt. So, das hier ist jetzt die ungeschönte Wahrheit. Da werde ich natürlich gleich nochmal rüber gehen. Vielleicht sogar mit der Flex einmal schick machen. Im Endeffekt ist es im Schweller, man sieht es eh nicht. Aber trotzdem fürs Gewissen einmal ein bisschen schick machen. Ich bin mega zufrieden, es passt mega gut. Es ist saustabil. Ich bin auch noch nicht ganz durch mit dem Schweißen hier an dem inneren Schweller, aber ich habe jetzt einfach den äußeren schon mal dran gehalten. Kann ich euch einfach auch nur empfehlen, fürs Gewissen immer mal wieder die Teile dran halten, ob sie noch passen oder ob sie so passen, wie ihr euch das vorstellt, weil sonst habt ihr ein Problem, wenn es natürlich ganz verschweißt ist. Ah, ich bin mega happy, ey. Muss ich ehrlich sagen. Das ist geil. Geiles Gefühl, irgendwie da wieder selber was instand zu setzen. Das ist, ja, cool. Freue ich mich drüber. Vielen, vielen Dank auch an Stahlwerk für die Möglichkeit, sonst hätte ich das jetzt wahrscheinlich nicht in diesem Moment gemacht. Und ja, macht mich auf jeden Fall happy. So, das ist jetzt der fertige Schweller, in dem Sinne natürlich nur eingeschweißt, komplett so, dass man ihn jetzt nachbehandeln kann und natürlich auch noch spachteln muss. Das Ganze werde ich jetzt so belassen, beziehungsweise jetzt mache ich nur noch eine Grundierung drauf. Das ist eine 2K-Grundierung, die gleichzeitig Rostschutz und Grundierung ist, damit Pascal dann, wenn er Zeit hat, einfach das ganze Farbspiel machen kann. Das heißt, dann gibt er den Spachtel drauf und gibt dem Ganzen natürlich noch die Originalfarbe. Jetzt möchte ich euch trotzdem noch ganz gerne was zeigen. Wie gesagt, ich will es nochmal erwähnen. Ich bin lange kein Experte, was das angeht. Ich habe das erste Mal jetzt gemacht. Bin aber mega zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, es ist auch wirklich richtig gut geworden. Und jetzt möchte ich aber nochmal auf das alte Teil hier eingehen. Das wollte ich euch einfach gerne nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob das im Video so rübergekommen ist. Also es ist wirklich
komplett durch gewesen. Also einmal der innere Schweller war komplett durch. Da sieht es so aus, als hätten sie nur ein Blech von außen aufgeklebt. Zumindest wurde das richtig schön übergesapscht. Klar, macht man ja auch gerne mal, wenn man vielleicht irgendwie durch den TÜV kommen möchte oder sowas. Was aber natürlich nicht gemacht werden sollte. Also ich möchte euch hiermit einfach nur mal zeigen, wie gut man Sachen auch verfuschen kann bzw. verstecken kann, aber was es einfach nicht lohnt, es zu machen. Vorne der äußere Schweller zum Beispiel, da wurde einfach ein Blech aufgesetzt, warum auch immer, ich weiß es gar nicht so genau, weil im inneren Bereich sieht man eigentlich gar nicht so viel, also es war noch gar kein Loch zu sehen, aber die sind halt einfach mit einem Blech oben drauf gegangen, haben das angepunktet und das Ganze rostet natürlich von außen jetzt direkt wieder. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber das Ganze ist halt irgendwie nicht so gelungen, sage ich jetzt einfach mal so, weil es ziemlich schnell wieder angefangen hat zu rosten und jetzt so aussieht, wie es aussieht. Ich glaube, das Ganze, was ich hier jetzt fabriziert habe, ist echt cool geworden. Ich habe es von innen nochmal lackiert. Natürlich kommt noch Hohlraumversiegelung rein. Ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr das Ganze auch von innen bearbeitet. Und ja, ich würde sagen, das Endergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen. Und ich mache jetzt nochmal weiter, weil das Ganze muss ja noch grundiert werden. Zum Abschluss jetzt mal frisch geduscht mit zwei niegelnagelneuen Schwellern, womit ich sehr, sehr zufrieden bin. Ganz klar nochmal gesagt, das Ganze ist jetzt noch nicht versiegelt, noch nicht gespachtelt und noch nicht lackiert. Ganz wichtig hier an dieser Stelle, dass ihr natürlich das Ganze nochmal spachtelt, damit die Oberfläche richtig schön wird. Aber viel, viel wichtiger ist die Versiegelung und zwar nutzen wir hier Sikaflex 22.1. Das ist einfach dafür da, dass ihr, wenn ihr Fälle habt, wo die Bleche aufeinander geschweißt werden, so wie hier gerade, dass der Innen- und Außenschwelle aufeinander geschweißt werden, dann müsst ihr untenrum auf jeden Fall absiegeln. Das hat einfach den Grund, weil da ist rohes Metall, das wollt ihr vor Regen oder vor Nässe schützen. Das Ganze könnt ihr mit so einem Zeug hier machen, das verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr über meine Links bestellt, unterstützt ihr mich und die folgenden Projekte, also wäre sehr, sehr cool, wenn ihr das machen würdet. Und ansonsten kann ich nur sagen, das Stahlwerk-Schweißgerät hat genau das gemacht, was es machen sollte. Ich habe keinen großen Vergleich, aber ich werde auf jeden Fall damit weiterarbeiten, weil alles sehr, sehr gut funktioniert hat. Einen kleinen Leintipp möchte ich euch noch mitgeben. Und zwar geht nicht gleich an eure Karosse und schweißt da los und drauf los und macht euch die Bleche kaputt, weil ihr zum Beispiel eine falsche Stromstärke eingestellt habt. Wichtig ist, dass ihr euch vielleicht ein Blech vorwegnehmt oder auch ein Metall, wenn ihr irgendwas anderes schweißen wollt, nicht vielleicht an einem Auto, zum Beispiel ein Vierkantrohr oder ähnliches. Dann nehmt euch das, nehmt ein Teststück, schweißt damit, versucht die Einstellung rauszufinden, die ihr braucht für das Stück Metall. Und dann klappt das auf jeden Fall auch so gut wie bei mir jetzt. Ich habe vorher viel, viel geübt mit einem Stück Blech, was die gleiche Stärke hat wie dieses hier. Und im Nachhinein hat es einfach wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke mal, die nächsten Male wird es noch viel besser funktionieren, weil ich mich jetzt echt eingegroovt habe. Aber mit dem Ergebnis bin ich äußerst zufrieden. Falls ihr irgendwie konstruktive Kritik habt, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr da Profis seid oder so, was noch hätte besser gemacht werden können. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abonnement da. Dann verpasst ihr auch die nächsten Projekte nicht, denn das Schweißgerät wird garantiert nicht das letzte Mal verwendet worden sein. Auch die Hohlraumversiegelung ist natürlich wichtig, verlinke ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung, habe ich jetzt gerade nicht da. Wir nutzen da immer Fluidfilm, weil da kriegt ihr eine Sonde mit, da kommt ihr dann auch überall rein. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!